Ja, hallo zu den schrägen News der KW11 in 2018. Mein Name ist Frank vom Kanal Schräg. Und was war denn die Loche los, was ich heute mal kommentieren will? Der Strom wird billiger, oder? Das Model 3 wurde in Berlin gesehen. Und ich habe den Ampera E. Und was ist eigentlich mit dem Auto los? Das stimmt doch irgendwas nicht. Und, heute zum letzten Mal übrigens, Ankündigung der Ladesäulen, Einweihung in Weilheim Tech am nächsten Montag. Ja, wie immer bei uns am Anfang die Aktienkurse. Absturz wieder mal um fast 3%, jetzt doch gegen Ende der Woche. Weiß nicht, woran es lag. Es ist ja gerade einiges turbulent unterwegs hier in Amerika und überhaupt. Ich habe das Gefühl, der Kurs versucht immer so nach oben auszubrechen und dann kommt er aber wieder auf das Niveau runter, auf dass er hier irgendwie so bei 270 Euro sich irgendwie einpendelt. Das zeigt sich auch, wenn man hier mal die 6-Monats-Quartalsgeschichten anguckt. So, hier war der Börsencrash, Crashle. Und also minus 18, weil wir hier oben von einem ziemlich hohen Wert ja kamen. Wird mir auch vorgeworfen, die 6 Monate bringen nicht so viel hier in der Darstellung, aber ihr seht das auf und ab und ich habe das Gefühl, die Aktie nimmt Anlauf. Auch hier sieht man das nochmal jetzt für den gesamten, fürs gesamte Jahr, für 12 Monate. Da hätten wir durchaus ein Plus, weil hier nämlich der Kurs niedriger war. Und ihr seht hier, das war schon mal der erste Versuch auszubrechen, so in ganz hohe Dimensionen, ist dann immer wieder eingefangen worden durch die doch schlechten Meldungen über das Model 3, über die Lieferfähigkeit und Ankündigungen. Aber die Aktie schwankt um sowas von 10% hier. Also man kann hier durchaus, wenn man dabei ist, immer wieder 10% Gewinn machen, ne? Einmal 10%, zweimal, dreimal sind schon 30%, ne? Hier ein bisschen weniger und ich weiß nicht, was sie jetzt macht. Jetzt sind wir wieder auf diesem Tiefpunkt hier. Na, wir waren schon mal tiefer. Also, Leute, ich weiß es nicht. Es ist nicht unbedingt eine gute Anlage, aber kann sein, dass die Aktie Anlauf nimmt. Wenn jetzt wirklich mal der Durchbruch kommt mit dem Model 3, vielleicht ist da noch was drin. Ich will euch da nicht zu verleiten, da drin zu investieren. Elon Musk wurde gefragt, in was investierst du eigentlich dein Geld? Und dann sagt er hat eine einzige Aktie und es ist Tesla. Jetzt haben daraus die Leute abgeleitet, dass er nur Tesla-Aktien hat. Das stimmt wahrscheinlich nicht. Also er hat wahrscheinlich zwar Tesla-Aktien, aber sein ganzes Vermögen wahrscheinlich nicht nur in Tesla-Aktien. Aber immerhin, man ist ja auch sein neuer Vertrag, ist ja ziemlich auch an die Aktie und an, ja, doch den Wert des Unternehmens gebunden. Nicht unbedingt an den Gewinn, sondern den Wert des Unternehmens und leitet sich normalerweise von den Aktien ab. Was gibt es denn auf der Fanseite? Elon Musk wurde eingeladen, nochmal zu sprechen auf so einer Veranstaltung über künstliche Intelligenz und er hat wiederholt, was er schon oft gesagt hat, künstliche Intelligenz ist sehr gefährlich, viel gefährlicher als Atomwaffen. Also er meint damit natürlich irgendwelche Algorithmen, irgendwelche Roboter, irgendwelche künstlichen Systeme im Hintergrund, die plötzlich Entscheidungen treffen für Menschen. Also da wehrt er sich massiv. Ich weiß nicht, wie er das mit den Autopilot-Geschichten so zusammenbringt. Die werden ja irgendwann auch entscheiden müssen, rechts, links. Kennt dieses Problem ja schon. Überfahre ich lieber das Kleinkind oder den alten Opa? Das müssen solche Systeme ja plötzlich dann entscheiden können oder sich selber in den Abgrund stürzen. Also Elon Musk ist da ein Verfechter eigentlich gegen solche KI-Techniken. Ja, ich müsste mir wirklich mal seinen Vortrag anhören, was er da genau gesagt hat. Er lenkt es dann ja immer ein bisschen ab. Er möchte ja eigentlich, dass die Menschheit auf den Weg zum interplanetarischen Gesellschaft ge wird geht und deshalb Besiedlung des Mars ist sein Thema und hier noch mal seine BFR, die heißt jetzt übrigens inzwischen Big Falcon Rocket und nicht Big Rocket. Okay, da wird es den nächsten Testflug geben. Wann denn eigentlich? Im kommenden Jahr sollen kurze Testflüge sein. Kommenden Elon Musk Jahr, also übernächstes Jahr. 18, 19, 20, ja, 2020, ne? 2020 ist der große Wendepunkt der Menschheit. E-Mobilität und Besiedlung des Alls. Na gut. Okay, also da ist er Mords hinterher, dass er diese Sache mit dem Mars da vorantreibt, mit SpaceX. Und er hat auch mal ein schönes Video nochmal hier noch eingestellt über die Falcon Heavy und den Starman. Wer sich das nochmal anschauen möchte, habe ich jetzt nur verlinkt. Das gucken wir uns jetzt hier nicht an. Das ist mal auf der Fanseite unterwegs. Die Schweizer Polizei sind jetzt auch Tesla-Fans. Die haben sich nämlich 7 Model X bestellt. Und die bekommen sie wann? Die ersten 3 noch im Herbst und dann nächsten im 2019. Sie müssen sie natürlich dagegen verteidigen, hoher Anschaffungspreis.
zur Leistung oder was man jetzt an Stromkosten dann günstiger geht als mit den Dieseln. Aber die Kantonspolizei in Basel-Stadt wird jetzt demnächst mit Model X, Tesla Model X rumfahren. Das haben ja schon einige andere Polizeistationen, Departments. Model X ist vor allem, weil SUV ist halt doch ein bisschen geräumiger und so weiter. Und hinten dürfen dann die Gangster mit in die Flügeltüren einsteigen. Nee, keine Ahnung, das sind Special-Fahrzeuge, glaube ich. Okay, was gab es dann noch so? Es gab Updates, und zwar Hardware und Software diesmal. Hardware-Update, seit neuestem werden wohl Intel-Prozessoren jetzt verarbeitet in den S und Xen. Man hat ja schon spekuliert, im Model 3 geht irgendwie der Screen besser, schneller. Und man hat diese alten Nvidias jetzt rausgeschmissen. Ja, alten Nvidias, das war eigentlich State of the Art. Ich verstehe es auch nicht so ganz, was los ist. Nvidia ist für mich ja so Grafik und überhaupt und autonomes Fahren. Und da hat man jetzt Intel-Prozessoren da drin. Ich habe nicht genau angeguckt, wie die Boards aussehen und wo die herkommen. Es müssen natürlich spezielle Sachen sein für Automotive, wegen der Temperaturschwankungen vor allem und natürlich auch Schwingschock und so weiter. Also da läuft was. Das soll jetzt alles viel, viel schneller sein. Im Model 3 war es ja schon zu sehen und jetzt sind die ersten Fahrzeuge ausgeliefert, wo man das auch im Model S und Model X sieht. Das war auch immer ein bisschen frustig. Ich hoffe immer noch auf ein Software-Update von dem Ganzen. Das ist wohl auch passiert. Kann auch sein, dass jetzt auch in dem Model X, das durchaus auch in alten Model X und S mit Nvidia-Technik, das auch besser läuft. Bin mal gespannt. Demnächst fahren wir ja wieder Model X. Gucken wir uns nochmal die ganze Kartengeschichte und so ein bisschen das an. Autopilot-Update gab es jetzt auch, nämlich 2018.10.4. Wir haben ja, glaube ich, Punkt 1 oder Punkt 2 drauf. Was ich jetzt hatte, das war ja noch nicht so toll. Und der Kollege hier, ich blende euch mal den Link ein, da der zu dem Video ist da voll begeistert und Lichtjahre voraus und 100 Mal besser. Und ich gucke mir das an und sage, okay, AP1 kann das schon lange. Ja, ich hoffe, AP2 ist jetzt endlich auf dem Stand von AP1. Ich habe noch nichts so gesehen. Ich habe versucht, hier mal einen Screenshot zu machen, wo wirklich mal ein Auto parallel zu sehen ist. Dieses Auto fuhr hier nämlich so links vorbei und war dann aber auch erst jetzt in dem Bereich vorne zu sehen. Ich weiß nicht, ob das neu ist. Kann sein. Ich dachte immer, das wäre schon vorher, zumindest bei AP1. Und eigentlich war die Behauptung, sie würden jetzt die Seitenkameras nehmen. Dann hätte er das Auto aber auch schon direkt neben sich sehen müssen. Das war nicht so. Also der Kollege jetzt hier bei dem Test hat sich darauf konzentriert, eigentlich, wie er die Spur einhält, ob das jetzt besser ist. Ja, ich war noch nicht so begeistert. Ich denke, das ist immer noch nicht der Stand von AP1. Aber ich hoffe es natürlich für euch hier, also dass das jetzt vorwärts geht. Ich weiß auch nicht, ob AP1 überhaupt noch Updates bekommt. Werden wir alles merken, wenn wir wieder Model X fahren im nächsten Monat. Was gibt es denn Neues vom Model 3? Jetzt aber mal ganz konkret Model 3. Ove hat uns das ja getestet und Tesla Markus hat es auch angeguckt und ich werde mit ihm auch nochmal nächste Woche drüber reden. Alle fanden das ja eigentlich ganz gut. Auch Ove ist ja nun sehr kritisch, auch in Bezug auf Spaltmaße und sonst was. Und jetzt haben wir es mal die Experten sich angeguckt, nämlich von Autobild, von Green Car Reports, von Consumer Reports und hier von Autoline. Und alle sagen, das Auto ist Mist. Das ist entsetzlich. Ja, sind die alle bezahlt? Keine Ahnung. Ich hoffe mal, dass die auch ein bisschen unabhängig sind. Also Autobild, ich weiß es nicht, aber die anderen kenne ich jetzt nicht so. Aber durchweg hier zusammengestellt von feinfinanzen.net. Ganz schlecht. Die gehen natürlich dahinter, also kauft die Aktien nicht und so weiter. Ne? Keine Chance. Also Innenraum sei reduziert und ja, modern und luftig. Oh, ist ja sogar positiv. Werde per Smartphone geöffnet. Was ist denn eigentlich dann hier negativ? Keine Ahnung. Ja, Reichweite von 500 Kilometer ist doch gar nicht so schlecht. Aber Komfort ist nicht seine Stärke. Wessen Stärke? Vom Model 3. Ja, okay. Dann ist es hier aber ein Kia wie aus den 90ern. Okay. Spaßiges Fahrerlebnis mit Mängeln, schlechte Verarbeitungsqualität. Also so ein Auto würde nie bei Chevrolet oder bei Hyundai oder bei Toyota aus der Fabrik fallen. Gut. Durchgängig, diese Tester gehen auf Kriterien ein, die eigentlich mit den Anforderungen, die wir so als Elektromobilisten haben, gar nichts zu tun haben. Wir gehen ja davon aus, das Auto muss mit seinem Akku möglichst weit kommen. Also es muss die Heizung effizient sein. Wir kommen nachher auf meinen Ampere-E. Einen guten CW-Wert haben, also aerodynamisch sein.
Es muss einen großen Akku haben und so diese Dimension, ich sag's immer, 300 reale Kilometer, 350 eher, weil man ja noch ein bisschen Reserve will. Alles drüber ist super. Also in besten Verhältnissen haben wir ja hier 500 Kilometer beim Model 3, schreibt ja Autobild. Das ist natürlich Kalifornien, 20 Grad, was ich weder Heizung noch Klimaanlage brauche. Das erwarten wir und dann erwarten wir Schnellladefähigkeit an, wenn wir längere Strecken fahren wollen, dass wir innerhalb von 20, 30 Minuten das Auto wieder so weit kriegen, dass wir wieder 200 Kilometer fahren können. Sind ja unsere Hauptanforderungen. Und nicht unbedingt, dass die Spaltmaße eingehalten werden, dass die Sitze sehr, sehr komfortabel sind. Die brauchen bloß 200 Kilometer, müssen sie natürlich, also 2 Stunden sollte man schon sitzen können. Der Kofferraum muss auch nicht so toll sein, oder? Naja, gut. Ja gut, das sind also zweitrangige Geschichten. Ich würde vielleicht noch sagen, ein paar Assistenzsysteme, also Stop and Go würde ich noch für mich sehen. Aber viele andere Sachen sind eigentlich zweitrangig. Das muss diese Reichweite, Nachladefähigkeit, also Schnellladen und sowas muss funktionieren. Bewertet hier werden aber klassische Sachen, Verarbeitung, wie viele Leute können reinsitzen und so weiter. Und ja, ich hoffe, das ist zweitrangig auch für viele andere, die umsteigen wollen von Diesel, Benzin auf Elektromobilität. Dann ist nämlich dieses Auto tatsächlich was für sie, das Model 3. Wenn die sich an sowas aufhalten, dann wird das hier das Ende sein von Tesla. Und Tesla geht den Bach runter. Das Auto hätte unbedingt ein Head-Up-Display benötigt, genau. Da kommen wir nachher noch drauf. Ist das Auto innovativ oder wird es ein Flop? Wie geht's weiter? Hier, jemand hat mir geschrieben, es gibt da diese tolle Seite bei Bloomberg, den Model 3 Tracker. Die versuchen jetzt hier aus den Daten, die es so im Internet gibt, man kann sich auch selber hier seine FIN melden, wenn man schon ein Model 3 hat, abzulesen, wie ist der Fortschritt. Das ist das letzte Mal übrigens, dass hier gemeldet wurde. Ende vierten Quartals wurde offiziell bestätigt, dass 2686 Autos gebaut wurden und sie vermuten, dass das 10.000. Model 3 schon gebaut ist und ausgeliefert wurde. Elon, das hast du verpasst, das hättest du twittern müssen. Ich weiß nicht, man hält sich gerade ein bisschen bedeckt. Im Moment sind ja auch wieder Verbesserungen an der Produktlinie. Grohmann von Deutschland hat wohl auch wieder was geliefert. Das wurde installiert an verschiedenen Punkten. Man hat nochmal eine neue Line wohl aufgebaut und musste das jetzt auch ein paar Tage stilllegen, mal kurz zum Umbau. Es ist aber alles wohl eingeplant, wird demnächst wohl nochmal so eine Stelle geben, wo es kurz stockt. Keine Ahnung. Und die prognostizierte Linie, wann wir hier irgendwas erreichen, verschiebt sich natürlich. Ich meine, jetzt können wir daraus noch ableiten, wann das dann erst bei uns hier auftaucht. Im Moment, Belieferung, glaube ich, USA und Kanada ist bestätigt. Mehr weiß ich auch nicht. Und das sind jetzt hier die gemeldeten FINs von den Fahrern oder die man schon, also das sind die selber gemeldet wurden jetzt, das kommt jetzt ganz stark hier, die gelben, orangenen und die grünen sind die in freier Wildbahn irgendwie von Leuten gesehen wurden. Ja, ich werde da mal euch anhand von dieser Seite auf dem Laufenden halten, ansonsten könnt ihr euch das selber angucken. Ganz tolle Geschichte hier. Also im Moment wären wir dann bei 721 Autos pro Woche, die tatsächlich gefertigt werden. Das ist schon mal was, ne? Aber wir brauchen, wie viel? Ja. 400, 500.000. Das Model 3 wurde auf jeden Fall in Berlin gesichtet. Hier ein kleines Video von einem Kollegen, der das mal kurz mit der Kamera-Handy da so aufgenommen hat hier. Da seht ihr es, da fährt es in Berlin rum mit einer roten Nummer. Und der Kollege ist ganz begeistert hier und sagt eigentlich so am Schluss: Ja, Tesla Model 3 in Berlin. Ja, Schlecht. er kann es nur beobachten. Schade, er hat vorbestellt. Super, dass du uns das reingestellt hast. Raffi, Messenger Raffi unter Strom. Guckt mal seine Seite an, er hat nicht viele Videos drauf, aber das ist sicher einen kurzen Blick wert. Hochformat, er musste ja Auto fahren, ganz spontan. Danke für das Video auf jeden Fall. Wieder mal ein Model 3 in Deutschland. Es ist keins von den dunklen, also keins von denen, die da über den Atlantik kamen. Es muss irgendwo anders hergekommen sein. Illegale Importe oder legale Importe, ja. Ha, Tesla hat endlich diese Geschichte mit den Superchargern gelöst. Vielen Dank nochmal an Oliver von Denk Elektrisch. Der war nämlich dort an dem neuen Supercharger in Beelitz. Das ist bei Berlin hier. Ich habe es euch mal, das ist offiziell jetzt auch auf der Tesla-Seite verzeichnet. Da war ein bisschen Loch hier. Und da ist dieser eröffnet worden. Und das Problem mit der Ladesäulenverhinderungsverordnung, nein, der Ladesäulenverordnung wird wohl jetzt dadurch gelöst, dass man dieses Schild aufstellt.
nur für Tesla-Fahrer während des Ladevorgangs zugänglich. Ist also Privatgrund hier, Privatgrundstück, betreten verboten. Das ist aber die provisorische Absperrung gewesen. Man will da wahrscheinlich noch eine Schranke bauen, dass nicht jeder da reinfahren kann, darf. Und dann wird es über irgendeinen PIN-Code hier einen Zugang dazu geben. Also der wird dann hier bei den Teslas angezeigt, wenn du dich dann der Schranke näherst oder in irgendeiner Form sagst, ich will hier laden. Und dann geht die Schranke auf und du kannst da reinfahren. Das kann man sich natürlich auch mit Hallen und mit anderen abgesperrten Bereichen vorstellen. Muss auf jeden Fall richtiger Privatgrund von Tesla sein oder für Tesla zur Verfügung gestellter Privatgrund und dann wird das wohl so gehen. Ich weiß nicht, ob das die Lösung ist. Viele sagen, es liegt nur an dem Schild, es reicht das Schild. Wenn man das Schild überall hinstellt, wäre das auch so. Oder muss man es richtig absperren und eine Zugangskontrolle haben? Wir werden es sehen. In den USA will ja Tesla auch ganze Stationen betreiben, die auf ihrem Privatgrund dann sind oder gemieteten, gepachteten Grund. Im Moment kennen wir ja die Supercharger vor allem, dass sie so seitwärts bei irgendwelchen Parkplätzen sind und deshalb öffentlich natürlich zugänglich, manchmal deshalb auch andere Fahrzeuge dort parken, manchmal sogar parken dürfen. Wir werden das weiter beobachten. Also wenn es so einfach geht, die Ladesäulenverordnung zu umgehen, dann wäre das ja ein bisschen arg einfach. Also ich habe schon gedacht, das muss dann in so einer Halle stattfinden oder richtig abgesperrt und das ist dann eher so mit dieser Schrankengeschichte. Ihr könnt euch das nochmal im Detail angucken beim Oliver, der hat ein schönes Video gemacht und wir werden das weiter verfolgen. Vermutlich ist das aber die Geschichte, wie es jetzt weitergeht. Es gibt auch so eine komische Idee noch, wie man die Ladesäulen erweitern kann. So Huckepack irgendwie. Ganz komisch war das da. Das habe ich auch ein komisches Video da oder ein Bild dazu gesehen. Das weiß ich jetzt nicht, ob das die Lösung ist. Ich finde es ein bisschen schade. Ich fände eigentlich besser, Tesla würde tatsächlich auf CCS jetzt umschwenken und eine Lösung schaffen, dass ihre Teslas da doch dran laden können. Ist ja leider in die falsche Richtung, weil die haben ja nur den Typ-2-Stecker dran und ein Typ-2 auf CCS gibt es nicht. Ist ja nur andersrum. Man kann einen Typ-2 in einen CCS reinstecken, aber nicht einen CCS in einen Typ-2, so wie es jetzt bei den Teslas im Moment ist. Ich bin also davon überzeugt auch, dass das Model 3 einen CCS-Anschluss bekommen wird und es irgendwas auch gibt für die Model X und S. Wir haben das schon gesehen, für China wird da ja schon seitwärts ein anderer Anschluss noch gebaut. Klar, die Alten haben ein Problem. Da gibt es nur den CHAdeMO-Adapter. Ja gut, vielleicht machen sie auch CHAdeMO und CCS an die Supercharger demnächst. Ich weiß es nicht. Aber das ist jetzt scheinbar die einfachste Lösung im Moment. Ich finde es eigentlich für die Elektromobilität die schlechteste Lösung. Es wäre schon schön. Tesla würde in irgendeiner Form ihre Supercharger auch der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Mal schauen, was da noch weitergeht und ob das jetzt hier die Lösung ist. Wenn ihr Model 3 fahren wollt und ihr wollt es nicht ganz finanzieren, dann könnt ihr bei uns mitmachen. Drive Tesla. 3.0. Wir werden zwei Autos kaufen und man kann sich beteiligen. Sechs Teilnehmer pro Auto. Könnt ihr euch ausrechnen, so was es kosten wird. Und dann wird man im 2 Monate im Jahr das Auto fahren können. Wir werden es 2, 3 Jahre machen und dann wieder verkaufen und der Rest wird wieder aufgeteilt. Und wir haben hoffentlich nicht so viel Minus, weil das Auto dann immer noch sehr gefragt ist. Und irgendwie muss es jetzt langsam mal losgehen, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wann wir aufgefordert werden zu konfigurieren. Ich vermute, so ab Mitte des Jahres wird das passieren oder auch erst im 4. Quartal. Okay, kann auch passieren. Aber wer mitmachen will, melde sich bitte bei einem Andreas. Guckt nochmal auf unserer Seite, da sind die ganzen Verträge, schon mal die Entwürfe drauf. Es gab ja schon Drive Tesla 1.0 mit dem Model S und aktuell Drive Tesla 2.0 mit dem Model X, was ich auch nächsten Monat wieder haben werde. Was machen eigentlich die etablierten Hersteller, die immer noch auf Verbrenner und Diesel stehen? Was ist da los? Jetzt kommt die große Schlacht hier von meinem Tech-Boten. Die Woche war einiges los eigentlich. Das allererste, was passiert ist, E.ON und RWE. Der Strom wird endlich billiger. Die konsolidieren sich. Die großen Stromanbieter gehen zusammen. Okay, es gehen ein paar hier Beschäftigte wahrscheinlich werden entlassen. Ich weiß nicht, geht es hier von 70.000 Arbeitsplätzen, 42.000. Man weiß es nicht, was eigentlich so passiert. Aber ich hoffe doch, dass am Schluss der Strompreis günstiger wird für den Endanbieter, oder? Ja, das ist hier die Frage, ne? Ja, sinkende Preise haben schon Ausreden hier, warum das nicht geht. Und ich habe ja bei mir auch schon gehört, dass EnBW hier bei uns, unser lokaler Anbieter, erst die Strompreise erhöht. Das sollte erst die Ausnahme sein. Ich weiß es nicht. Also so langsam, wenn das kommt, muss ich mir doch nach einem anderen Anbieter umsehen. Die 30 Cent werden nur knapp unterschritten bei uns. 30 Cent pro Kilowattstunde ist so der Grenzwert für mich. Na schön. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall an der Börse ging es auch auf und ab, deshalb nämlich wegen dieser Geschichten mitunter. Vermutlich wird es andersrum sein. Aber man merkt, man muss sich auf diesem
Energiemarkt neu formieren. Es sind ja auch noch im Hintergrund so Unternehmen wie Shell, die wollen ja plötzlich da auch einsteigen. Man will sich da formieren und natürlich alles auf Basis von Sonnenenergie und Elektromobilität und was nicht alles. Das wird alles elektrisch jetzt laufen zukünftig und zwar in größeren Mengen. Ich habe ja bei mir auch kalkuliert, wenn ich jetzt hier das Auto ständig hier aufladen würde, bei mir habe ich den doppelten Stromverbrauch. Klar, damit müsst ihr rechnen. Das sind ganz andere Dimensionen, plötzlich ganz andere Verträge. Autostrom wird kommen, ja. Ich hoffe zum Vorteil der Endanbieter. Sonst muss man sich alles so hier, Endanwender, sonst muss man sich alles hier doch so autonom denken. Wir über die Sonnenenergie, Sonnenkollektoren speichern wir einfach in irgendwelche Batterien rein, die aus alten Elektroauto-Batterien zusammengebaut sind. Und das laden wir in unser Elektroauto und dann stecken wir einfach den Anschluss zum Netz ab und sind autark. Ne? So machen wir es. Okay. Ja, Stephen Hawking ist gestorben die Woche. Das Allgenie. Ja, ich habe dieses Video hier, meine Videoempfehlung hier, die Entdeckung der Unendlichkeit. Ein schönes Video genau über seinen Werdegang hier, der hier nochmal bei uns in der Zeitung kam. 1942 geboren, Physikdiplom 62 und dann ist aber 64 schon bei ihm ALS diagnostiziert worden, noch während er seine Doktorarbeit schrieb, dann trotzdem hat er geheiratet, hat drei Kinder bekommen und hat dann später allerdings seine Pflegerin geheiratet, auch ein turbulentes Leben privat und ist dann zum Professor berufen worden, saß dann schon im Rollstuhl und hat dann sogar noch seine Sprechfähigkeit verloren und dann kommen diese berühmten Bilder, die man immer so mit verzerrtem Gesicht sieht, hat sich da nicht einschüchtern lassen dadurch und das wird auch in diesem Film, kommt das eigentlich toll rüber. Er hat immer seinen Humor behalten. Ja, schade, ich habe auch sein Leben immer so ein bisschen verfolgt, habe nicht gedacht, dass er mit der Krankheit das so lange überlebt und doch noch so viel auch. Er war auf dem Weg, die Urformel zu finden, hat er leider nicht gefunden und man weiß nicht, wie viel Prozent er geschafft hat, weil man die Formel ja noch nicht gefunden hat. Aber viele werden wahrscheinlich daran weiterarbeiten. Diesel. Klagewelle gegen Autobauer. Man will einen neuen Dieselgipfel. Und auch hier zum ersten Mal hat jetzt jemand vor dem Gerichten erkämpft, dass sein Auto, ein VW Tiguan, doch durch einen Neuwagen ersetzt wird wegen, ja, Manipulation und so weiter, ist noch nicht rechtskräftig. Mal schauen. Und auch durch diese ganzen Abgastricks sind 1,2 Milliarden dem Fiskus entgangen durch falsche Kfz-Steuererklärungen und so weiter. Ja, ich hoffe doch, dass da mal jemand zur Kasse ge gebeten wird. Was machen denn die Kommunen, also Stuttgart, für Neubürger 2 Wochen kostenfreies Fahren? Mit Bussen und Bahnen. Ich habe beim letzten Mal das ja schon gebracht, da haben sie ja diese orangene Plakette auch reingebracht. Auch nicht schlecht für einen Monat dann. Muss man kombinieren, dann kann man das. Und hier in Tübingen gibt es jetzt zumindest mal Hybridbusse schon. Dann hier in Stuttgart auch nochmal der Winfried Herrmann, Verkehrsminister der Grünen Baden-Württemberg, will jetzt so noch spezielle Radwege, Radautobahnen bauen. Ich hoffe nicht, dass er die von den normalen Straßen wieder abknipst, so knapst so. Hälfte der Straße ist dann für Radfahrer. Also, wie er es sonst machen will, wie bei uns ja hier, also das geht gar nicht, dann kannst du als Autofahrer gar nicht mehr fahren. Ja, und ich habe es ja jetzt auch geschafft, einen Monat ohne Diesel. Einen Monat fahre ich jetzt schon Elektroautos, ohne Diesel, manchmal ein bisschen Benziner, aber ganz selten. Ja, es geht was, aber viel kommt nochmal die Forderung, hey, da muss nochmal die Politik, die sich jetzt auch konsolidiert hat, dann nochmal einschreiten. Ja, was geht's denn sonst so los? Was sind denn die Zukunftstechnologien? Und ich hatte schon öfters von Flixbus hier was gebracht. Sie überrollen auf jeden Fall das Land. Wir wissen nicht warum. Und die haben jetzt auch gesagt, ich habe ja schon damals gesagt, sobald es einen Elektrobus gibt, der halbwegs so die Strecken kann, Sie reden jetzt hier von 130 Kilometer Ihre Teststrecke, dann will Flixbus das einsetzen und Sie haben jetzt erste Tests hier für Frankreich und Deutschland mal vorgesehen. Und setzen da einen Bus aus China ein, weil es natürlich von den deutschen Herstellern wieder nichts gibt hier. Ein BYD oder dieser hier, der ist von einer anderen Firma, glaube ich. Also da läuft was. Ich bin ganz gespannt. Ja, hier, da steht es noch, der
Jutang ICE 12 mit 50 und 40 Sitzplätzen jeweils, und die sollen auf jeden Fall diese 130, 200 Kilometer schaffen, die wohl mit einer Akkuladung. Sehen ganz normal aus, ganz normale Busse. Bin echt gespannt. Hey Stuttgart, sofort solche Busse anschaffen. Okay, ansonsten können wir auch in die Lüfte gehen natürlich, oder um E-Motorrad fahren, gibt es auch alles. Und auch noch hier aus Baden-Württemberg. Baden-Württemberg. Die will man jetzt hier neue Offensive für Batteriezellenfertigung starten. Und das bekannteste Autounternehmen jetzt hier in Baden-Württemberg ist sicher Daimler. Und die fangen da gleich an, indem sie nämlich in Thailand was eröffnen, in Bangkok. Batterieproduktions und so weiter. Und ist doch, Bangkok ist doch aber gar nicht in Baden-Württemberg, oder? Manno, was macht ihr da? Ich glaube, ihr foppt die da ein bisschen. Also das war ja diese Erpressung sozusagen von den Grünen hier, Ministerpräsident hier, dass er nicht so hart durchgegriffen hat und gesagt hat, okay, Daimler darf meinetwegen Diesel weiterentwickeln. Vielleicht ist ja auch Wasserstoff und irgendwas anderes auch viel besser. Und der neue Diesel, der künstliche, synthetische Diesel. Und wir wollen nicht jetzt hier sagen, alles auf E-Autos umstellen. Und ja, jetzt muss er bloß echt aufpassen, dass die Arbeitsplätze wirklich hier im Ländle bleiben und nicht, dass das nach Bangkok oder was weiß ich wohin oder auch nur in Osten abwandert. Also wenn man die großen Standorte hier von Daimler, von Porsche und Co. hier halten wollen, dann muss man die auch ein bisschen zwingen, dass sie hier umbauen und nicht sagen, hier sind Verbrenner, Verbrenner laufen runter und hier wurden die Arbeitsplätze abgebaut und woanders wieder aufgebaut. Aber okay, irgendwas läuft hier. Das Land will das auch unterstützen, das ist auch richtig so. Aber wir müssen echt aufpassen, dass wir hier nicht gefoppt werden. Ansonsten holen wir uns nämlich die Chinesen, dann sollen die halt hier in Stuttgart investieren. Geht ja auch. Ja, Arbeitsplätze sind Arbeitsplätze. Bin mal gespannt, wie das weitergeht. Also ich habe das Gefühl, die werden ja ganz schön ausgetrickst. Also die Politiker werden ausgetrickst von der Industrie. Ja, der Industrie geht es auf jeden Fall los. Hier, die Saurier sind total jetzt hier auf Elektromobilität. Also Audi hat was angekündigt, Porsche habe ich jetzt nicht drauf mehr gemacht. Porsche hat was angekündigt in dem S-Segment natürlich, in dem teuren Segment. Das Ding kostet 80.000, der neue e-Tron. Ich weiß gar nicht, warum sie diesen Namen immer noch benutzen. E-Tron ist ja eigentlich der Plug-in-Hybrid. Aber der wird jetzt kommen hier, Ende 2018 für 80.000. Es spielt also gegen Model S und X natürlich und nicht mal gegen Model 3. Und ansonsten hier 2025 ist es bei Audi hier. Jedes dritte Audi-Modell soll 2025 elektrisch fahren. Und das war ein ganz tolles Jahr für Audi und so weiter. Es geht jetzt also echt vorwärts. Ja, die verkaufen auch wie blöd weiterhin die Verbrenner, ist gar kein Problem. Teilweise aber auch woanders hier, ne? Große Sprünge gab es in Kroatien und Bulgarien. Glaubt, die interessiert das nämlich mit Elektromobilität noch nicht so. Auch Polen kann man, glaube ich, die ganzen Diesels noch sehr gut verkaufen. Hat auch hier Auswirkungen, zum Beispiel für den VW-Chef. Boah, der kriegt dann um einiges mehr Geld. Und der Sparplan zeigt Wirkung und so weiter. Ja, also. Es geht vorwärts hier und hier ist Porsche. Porsche jetzt auch nochmal um. Wolfgang Porsche wird jetzt hier berufen. Vierte Generation an die Macht in der Holding. Ja, und es geht hier absolut auch vorwärts an der Stelle. Aber sie werden natürlich auch weiterhin die Benziner, ich glaube nicht mehr den Diesel, aber die Benziner werden sie auch noch vorantreiben. Jo, 2020, ne? Ich setze sehr stark auf VW eigentlich und dieses ID-Konzept. Da kamen auch verschiedene Meldungen die Woche, dass sie jetzt da die Fabriken bestimmt haben, vor allem auch im Osten. Immerhin Deutschland, aber ein bisschen günstigere Arbeitsplätze noch. Und ich hoffe doch, dass ihr 2019, 2020, dass man da an der Wende schon was sieht. Also zur IAA möchte ich ein fahrfähiges ID-Auto, den Cross und den Normal-ID sehen. Ja, und irgendein Statement, wir bauen jetzt keine E-Golfs mehr oder irgendwas so, ne? Oder den E-Golf nochmal aufrüsten mit mehr Batterie von Kreisel oder irgendwas jetzt mal endlich. Na gut. Es gibt doch Innovationen, durchaus. Also 5G kommt, als Standard brauchen wir unbedingt in den Autos ja auch, zurückmelden von sämtlichen Positionsdaten und so weiter und Live-Daten und so, das brauchen wir das. Das ist auch die nächste Innovation, die kommen muss. Und jetzt hier zeige ich euch mal was. Man hat heute auch gesagt hier, man hat diese komische Lücke in dem iPhone 10 von Apple. Und alle haben gesagt, auch wo ich es zum ersten Mal gesehen habe, was ist denn das? Weg, das kann doch gar nicht sein. Ne? Da ist nämlich oben die Kamera oder irgendwas ist da oben noch drin. Ne? Also geht doch gar nicht. Was soll denn das? Es muss durchgängig sein. Ne? Ja, jetzt ist als nächstes sieht man, dass alle asiatischen iPhone-Kopierer das auch so bauen.
Und demnächst wird das LG und Samsung und wer auch immer auch so bauen. Man hat damals auch gedacht, es gibt kein iPhone, kann nicht funktionieren, der iPod kann nicht funktionieren, so mit Touch, da müssen wir Tasten haben. Handys können so nicht funktionieren, man müssen mit Stiften oder Tasten arbeiten. Nein, Apple hat es gezeigt, das ist Innovation. Ein hohes Risiko, aber alle bauen es nach. Große Frage, werden die etablierten Hersteller demnächst das hier nachbauen, dieses riesen Querdisplay? Kleines Querdisplay haben sie schon. Ich gucke mal immer ab und zu hier bei mir im Parkhaus in die Daimler und so rein. Sieht genauso aus, ist nur viel kleiner. Werden die das demnächst alle nachbauen? Wird das alles so aussehen? Auch hier mit dieser Lüftungsgeschichte, Lüftungsschlitzen und so weiter. Alle fordern das Head-Up-Display. Oder ist das hier die Zukunft? Es muss ja günstig sein. Head-Up-Display ist teuer, womöglich auch fehleranfällig und so weiter. Ja. Und das nächste ist dann, es gibt einige Städte, die reißen sich richtig drum. Friedrichshafen will jetzt unbedingt, dass man hier eine Teststrecke aufbaut, wo autonomes Fahren ausprobiert werden kann. Und was ich immer sage, wenn ich autonom unterwegs bin, naja, den Autopiloten teste, vor allem von Tesla oder auch von anderen, sage ich immer, die Anlagen, also die Infrastruktur muss zurückmelden ans Auto, was gerade Sache ist. Die Ampelanlagen sollen so umgerüstet, aufgerüstet werden, dass sie mit den Testfahrzeugen kommunizieren können. Die Stadt investiert dafür rund 250.000 Euro. Ja, da ist was an der Mache, so sieht das aus. Also ich müsste mir echt mal solche Felder, Teststraßen mal angucken. Es soll ja auch schon Autobahnen geben, die da sowas zurückmelden können, irgendwo bei München. Und wie das wirklich hier läuft, da muss man natürlich auch Standards setzen. Das ist die Zukunft hier, Leute. Ja, Innovation, Mut zur Lücke. Mut zum Querdisplay. Ja, und hier, Wärmepumpe. Nochmal hier kurz beschrieben, bei uns in der Zeitung auch. Ich war ganz erstaunt, dass die sowas bringen hier. Man muss auch andere Technologien einsetzen, wenn man erfolgreich mit E-Autos unterwegs sein will. Komme ich noch drauf. Ja, was gab es sonst noch hier so? Einzig Interessante war noch mit Opel. Ja, ich hänge ein bisschen am Opel. Ich habe lange Opel gefahren und Opel Ampera E habe ich gerade. Die wollen jetzt hier in Afrika was anfangen. Ganz neu. Das habe ich noch nie gehört, dass jemand in Afrika jetzt was macht. Beobachten wir. Und ansonsten nochmal kurz was hier: Autovermietung und Carsharing und sowas. Und China natürlich. Ja, sonstige Meldungen. Was gibt es sonst noch hier? Es gibt schon noch was. Ich wollte da nicht so viel Politik jetzt hier bringen, muss ich aber. Trump droht den deutschen Autobauern. Ne? Das ist diese Zollgeschichte, hatten wir beim letzten Mal auch schon. Andersrum haben wir natürlich auch Zoll. Deshalb steht hier, es hat gar nicht so Unrecht, der Kollege. Ja, mich wurde nochmal korrigiert. 10% Einfuhrzoll auf amerikanische Fahrzeuge, wenn man sie nicht hier in Europa entmontiert. Deshalb immer der Trick, dass mal irgendwo in Niederlanden, wo die ankommen per Schiff, kurz noch irgendwas dran montiert. Ich weiß nicht, wie viel man dran montieren muss, damit es dann eine geringere Steuerlast oder gar keine Steuerlast ergibt. Die Räder. Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall wird am Tesla noch irgendwas montiert, sodass es diese 10% nicht gibt oder weniger. Das ist der Trick dann. Aber eigentlich ist ein Einfuhrzoll bei uns auch auf 10% von US-Autos. Auch mit China weiterhin. Deshalb hat ja auch Elon Musk nochmal Trump auf Unterstützung gebeten. In China ist auch problematisch. Da kämpft jetzt Tesla auch, dort verkaufen zu können, vielleicht auch fertigen zu können. Mal sehen. Wir haben endlich die große Koalition. Naja, wir haben endlich eine neue Regierung, würde ich sagen. Ich zeige gleich mal, was die da im Koalitionsvertrag so stehen haben. Möchte aber noch eine Sache, die habe ich jetzt hier, die war sogar auf der Titelseite. Barbara Hendricks, bisherige Umweltministerin, ist leider abgelöst worden. Und ich habe hohen Respekt vor dieser Frau. Ich kann mich noch erinnern, wie heute. Kam, glaube ich, raus mit diesen ganzen Dieselskandalen und dann wurde sie interviewt. Und natürlich, die Reporter fragen immer sowas und dann gibt es meistens eine lange Diskussion. Und der Reporter fragte, wer muss das alles bezahlen, diese Nachrüstung und so. Hendricks sagte daraufhin, na, die Autohersteller, wer denn sonst, die haben es ja verbockt. Fand ich ein sehr gutes Statement. Sie konnte sich damit wohl nicht durchsetzen. Nachher ging es dann doch wieder bloß um Software und nicht um Hardware und so weiter. Sie war dann etwas frustriert. Das drückt auch dieses Bild aus hier. Aber meinen Dank trotz allem für dieses Statement, für diese Arbeit. Ich hoffe, es geht so weiter und die Nachfolgerin bleibt auch bei dieser harten Linie, zumindest gegenüber dem Verkehrsministerium. Doch hier, dass die Autobauer jetzt die Suppe auch wieder auslöffeln müssen, die sie uns da eingebrockt haben mit falschen Daten und so weiter.
Ja, was steht denn sonst so in dem Koalitionsvertrag? Ich habe den mal hier rausgelassen. Empfehlung auch Diana Höfner vom Electrify BW Podcast zusammen mit Jerome Brunel. Haben in der letzten Folge das auch mal so ein bisschen durchgegangen. Ich habe das zumindest mal aufgrund von dem, was die gesagt haben, mal durchsucht nach Elektromobilität, nach Mobilität, nach E-Auto und so weiter. Und es gibt da eine Plattform, eine nationale Plattform Elektromobilität, an der wohl alles so ein bisschen aufgehängt wird. Aber man wird natürlich Wasserstoff, Hybrid und Brennstoffzellen und Batterietechniken unterstützen. Man will auch die Mobilität der Zukunft fördern. Da fallen auch dann solche Geschichten drunter mit Carsharing und so weiter. Und dann gibt es auch einen richtigen Posten mit Elektromobilität am Ziel, 1 Million Elektroautos in allen unterschiedlichen Varianten, naja, auch die Hybriden, in Deutschlands Straßen bis zum Jahr 2020 wollen wir festhalten. Ja, okay. 1 Million Elektroautos in allen unterschiedlichen Varianten. Was sind dann die Varianten? Steht hier auch noch Wasserstoff, Brennstoffzelle und so weiter auch. Ich hoffe nicht die Plug-in-Hybriden. Na gut. Okay, dann Mobilität und Vernetzung, ganz wichtig. Wir haben es vorhin gehört, 5G. Und so weiter. Sharing auf jeden Fall. Erneuerbare Energien, Verkehr, Mobilität und auch Lärmschutz. Kombiniert sich nämlich demnächst immer. Ihr habt ja mein Video wohl gesehen hier aus Stuttgart. Innenstadt, Lärm und Gestank. Auf der Schwäbischen Alb war ja schon die Forderung nach weniger Lärm mit diesen Verbrennermotorrädern, die da mordsknatternd und aufheulend durch die Lande fahren. Es haben sich schon viele gewundert, dass immer diese Spatzen bei mir vor der Tür da immer so hier Nebenstraße. Ne? Ich mache euch noch mal ein Video auch rein über, wo ich mal durch die schöne Landschaft hier fahre, lautlos. Ja, wir wollen lautlos durch die Landschaft fahren und mal wieder die Vögel zwitschern hören. Ja. Und Netzausbau. Elektrifizierung. Ja, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, da die Zusammenschlüsse der Elektrogiganten. Letzter Punkt, die nächsten großen Dinge hier bei mir und haha, zum letzten Mal jetzt hier die Ankündigung unserer Einweihung nächsten Montag am 19. ab 17:30 Uhr in Weilheimteck in der Rathaus-Tiefgarage. Heute Morgen stand ich nochmal da. Das Bild ist leider nicht aktuell. Ich habe noch ein aktuelleres Bild. So sieht's aus. Und diese Seite soll reserviert werden für Elektroautos. Ist auch ganz toll. Hier ist nämlich mein Anschluss. Passt direkt auf der Seite. Bei anderen Autos muss man gucken, wie rum wir da hinrangieren. Und ich zeige euch mal kurz, wo das genau ist. Ich habe ein kleines Video dazu gemacht, hier Anfahrt zu der Stelle. Man hört mich nicht. Ich mache mich mal lauter. Hier in Weilheim zu der Position kommt, wo die neue Ladesäule installiert werden soll, die Tiefgarage unter dem Rathaus, wie man da eigentlich hinkommt. Ihr kommt ja wahrscheinlich hauptsächlich von der Autobahn rein. Das ist dann diese Kreuzung hier. Und da fahren wir jetzt auch gleich mal runter, sobald der grün ist. Und dann zeige ich euch mal den Weg, wie man da fahren muss. Sehr gut, es wird grün. Also ihr kommt normalerweise da von rechts, müsst also hier rechts abbiegen. Hier am Bäcker vorbei, die Straße runterfahren, Brunnenstraße, soweit ich weiß. Auf die Busse achten. Hier merkt man nicht mehr, dass man da links auf den Gehweg hochfährt. Deshalb staut sich hier manchmal, weil man hier parkende Autos haben. Also einfach hier weiter runterfahren. Wer schon mal hier war zum Mitfahren beim Model X, kommen wir jetzt nämlich hier um die Kurve. Und dann geht es normalerweise, da ist unsere Kirche und der Marktplatz. Da fahren wir aber geradeaus weiter, hier bei dem Zebrastreifen, nicht auf den Marktplatz, sondern hier die Straße rein. Nach links. Untere Hier rein. Grabenstraße. An ein paar Geschäften vorbei. Und dann gleich hier vor der Volksbank. Da geht es runter in die Tiefgarage. Ja, es gibt auch Fußgänger, die manchmal in die Tiefgarage parken müssen. Keine Ahnung warum. Da geht's rein. Wir fahren jetzt hier mal ordnungsgemäß darum, nämlich nach. Ihr könnt da irgendwo hinparken, falls ihr da parken wollt. Man muss da vorne an dem Automaten allerdings bezahlen. Und das hier ist eigentlich die Ladesäule
Problem ist nur, dass da jetzt wieder einer parkt. Nein, hier wird dann demnächst schon freigehalten. Da ist die Ladesäule. Da seht ihr das. Und da ist auch schon das provisorische Schild, wie ihr hier seht. Okay. Also da müsst ihr hin. Ich hoffe, es ist klar. Ich frage mal da ein bisschen ein, wenn ich das hinkriege. Der Bürgermeister hat auf jeden Fall schon mal vorgesorgt hier. Und das ist dann unsere Position. Provisorisches Schild gerade mal. Hier die Ladesäule. Sehr gut. Ich glaube, ich mache noch ein Foto davon. Ja, genau. Das ist also unsere Ladesäule jetzt hier. Und ich habe es heute mal zusammengestellt hier. Ab 17.30 Uhr auf jeden Fall. Rathaus Tiefgarage. Huch. Da ist die Einfahrt. Und hier nochmal von der A8 kommen, hier runter und dann da parken. Untere Grabenstraße ist die Straße, in die man reinfahren muss. Volksbank ist das nächste Gebäude hier. Ich weiß nicht, ob es sonst eine Position gibt, die man ins Navi eingeben könnte. Ja, so parke ich dann dahin. Passt auch genau hier. Ist genau der Anschluss. Ansonsten habe ich noch für uns hier kurz in der Post auch was reserviert, so ab 18, 18.30 Uhr, falls man sich noch ein paar Sekunden kurz zusammensetzen wollen. Ich habe auch nicht an dem Abend nicht so unbedingt lange Zeit, aber wir können auch kurz uns austauschen dort und dann wäre schön. Wer kommt, kann da natürlich auch laden. Wenn man jetzt von weiters her kommt, kann man da auch gleich laden. Ist allerdings die einzige Ladestation jetzt hier. Ansonsten ist ja der nächste, ist dann Grübingen, Raststätte Grübingen, da ist auch ein Schnelllader. Ja, die nächsten Termine jetzt hier noch. Ladesäuleneinweihung. Es lohnt sich übrigens, kommen da ein paar ganz illustre Personen. Kündige ich noch nicht an, oder? Doch, nee. Und verschiedenste Autos wahrscheinlich. Auf jeden Fall ein Tesla. Auf jeden Fall ein Ioniq. Auf jeden Fall ein Ampera E. Meiner nämlich. Auf jeden Fall, keine Ahnung. Ich hoffe, da auch die Elektroautos aus der Stadt kommen. Ein i3, eine Zoe, ein Smart. So, die nächsten sind auf jeden Fall dann, hier ist die iMobility. Also Electrify BW, wenn ihr da was machen wollt und ihr braucht noch ein Model X, meldet euch bitte, Jana. Fantreffen deshalb, auf jeden Fall gibt es dann Fantreffen, wie auch immer. Und es gibt dieses Teil da an dem Museum in Sinsheim, alternative Antriebsformen, das ist am 8.4., das ist an dem Wochenende dann. Und nächste ist dann irgendwie Hannover Messe, das ist aber noch nicht genau gesagt. Ich werde die ersten Tage dort sein, das Wochenende und die ersten Tage wahrscheinlich bis Mittwoch. Da könnte man auch sich kurz treffen. Ja, und die anderen weiß ich noch nicht genau, wie es da weitergeht, aber mal für euch so. Und der große Treffpunkt ist wahrscheinlich die IAA nächstes Jahr dann, wenn endlich die ganzen Elektroautos zu sehen sind. Ich bin ja hier elektrisch unterwegs mit Strominator gerade. Ioniq hatten wir schon, Model S hatten wir schon, Ampera E hatten wir schon und E-Golf will ich und Leaf 2 will ich auch. Und dazwischen fahren wir Model X nochmal. Das ist so meine tägliche Strecke, 60 Kilometer und ich teste die Autos im Praxiseinsatz. Ich habe sehr viel mit dem Model S ja nochmal getestet, auch mit dem AP2-System. Es gab nochmal ein neues Video hier, wo wir nochmal nach Konstanz gefahren sind, Länge, Strecke auch. Dann ging es nochmal darum, wie ist die Ladestrategie eigentlich bei so einem Auto. Selbst mit Supercharger muss man sich das ja vorher ein bisschen überlegen. Und da habe ich den Ausfall vom Autopiloten gehabt. Irgendwie war keine Berechtigung mehr da, den Autopilot zu benutzen eventuell. Oder eine Störung an der Sensorik. Habe jetzt noch keine Rückmeldung, was passiert ist. Und ich habe euch noch mal ein bisschen was mit dem Laden gezeigt. Wenn man nämlich zum Beispiel keinen Shademo-Adapter hat, hat man nämlich Mods-Schwierigkeiten mit einem Model S 75D überhaupt das Auto wieder aufzuladen an Typ 2. Selbst die Dreiphasenladung dauert ja dann doch ganz schön lange eigentlich, ne? Und wenn ich da bloß Einphasen habe, ist ja noch viel schlimmer. Also Wechselstromladen ist immer weiterhin noch die Problematik. Ansonsten, große Frage, was ist eigentlich los mit diesem Ampera E? Da habe ich mir ja auch gefragt und habe gesagt, ich brauche den einfach echt nochmal länger. Das Auto ist ja eigentlich prinzipiell super. 60er Akku drin, da muss doch was mit 300, 400 Kilometer möglich sein. Ich habe gesagt, 350 Kilometer müssen real möglich sein. Auch wenn der Verbrauch größer 20 Kilowattstunden ist auf 100 Kilometer. Im Winter war er das nämlich. Und ziemlich leicht, wenn man ein bisschen Strom gibt, Gas gibt, dann ist er da auch. So, die ersten Videos sind raus dazu. Mein normaler Praxistest hier mit normaler Heizung habe ich so 19 Grumm gehabt. Es waren leichte Plusgrade, aber nicht so, dass das zu erwarten war, dass man knapp bei 20 Kilowattstunden schon ist. Da bin ich mit dem Model S auch schon, ja.
Und deshalb habe ich dann gesagt, ich bin dann auch nach Stuttgart gefahren, mal Feinstaubalarm hier, hab da hingeparkt und vor allem auch mal geladen. Und das war genau die Ladeproblematik. Und habe dann gesagt, jetzt schalten wir mal alles aus. Ich will es jetzt echt wissen. Ja, ich mache mal Supra Eco und schalte mal komplett alles aus. Und siehe da, das Auto verbraucht bloß noch 12 Kilowattstunden oder sogar 10, je nachdem. Heizung aus, komplett Lüftung aus, eigentlich nur fahren. Und dann auch noch möglichst vorausschauend fahren und nicht unbedingt auf der Autobahn 130, ne? Ja, das hat also schon mal, war gar nicht schlecht. Und dann habe ich das Auto aufgeladen. Ja, und dann, ja, ich bin an die Superladesäule gefahren in Stuttgart. Video kommt noch. 150 Kilowatt und ich kriege 40. Ich kriege 40. Nichts von 50. Also ich weiß nicht, wie die Leute das hingekriegt haben. Mit dem Auto kriege ich es nicht hin. Vielleicht mal 41, 42. Aber 40 habe ich jetzt hier festgehalten. Das ist das, was ich an einer Superladesäule dort an dem Flughafen CCS, nur CCS, rausgekriegt habe. Und ich war bei 50% und es lief schon, kam mit 44 an und es lief ziemlich lahm hoch. Das war der Höhepunkt hier. Und danach ging es dann schon wieder runter. Ja. 1,5 Stunden, um von 44% auf 80% aufzuladen. Und das an einer Superladesäule. Man sagt, es hat irgendwie ein Problem bei den Batteriezellen, so mit der Spannung und den Ampere, die da geladen werden können. Die Kombination gibt ja unsere Watt hier. Aber wenn man jetzt nur eine gewisse Spannung kann oder nur eine bestimmte Amperezahl kann, hat das halt direkten Einfluss. Dann kriege ich halt nicht mehr Leistung darüber. Und scheinbar gibt es da irgendwie ein Problem, sodass bei den 50 Kilowatt Säulen auch nur 40 Kilowatt rüberkommen. Deshalb sagt man, nimm eine Säule, die mehr kann, 100 oder 150 Kilowatt und deshalb auch mehr Spannung und mehr Strom liefern kann vielleicht. Und dann kriegst du hier auch Ladeleistung von 50, 55. Hieß es, ich habe das nicht hingekriegt. Warum, weiß ich nicht. Werde nochmal eine andere Säule testen. Aber so ist der Stand bei mir. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt hier so sparsam fahre, dann kriege ich hier diese Anzeige vollgeladen mit 431 realistische, mittlere, effektive Reichweite und maximal 500. Das ist ja das, was man eigentlich erwartet hatte bei dem 60er Akku, dem kleinen Auto. Das Auto hatte also, wie gesagt, zwei Probleme. Die schlechte Heizung scheinbar, nämlich keinen Wärmetauscher, sondern ein Tauchsieder wahrscheinlich. Und den wahrscheinlich schlechten CW-Wert, sodass ich bei höheren Geschwindigkeiten auf der Autobahn, höhere Geschwindigkeit ist dann schon 120 leider, doch einen ganz schönen Verbrauch hinkriege. Vor allem im Winter auch. Schade, das Auto ist sonst nämlich gar nicht so schlecht. Naja, der ACC fehlt auch. Aber ihr guckt meine Videos an, die kommen jetzt nach und nach online. Bildet euch selber ein Urteil. Dieses Jahr kann man das Auto auf jeden Fall kaufen, wie es aussieht. Das Auto ist dieses Jahr, kann man kaufen. Also wer so ein Auto haben will, keine Reichweitenangst, jetzt zum Opel-Händler gehen oder mal bei Strominator Probe fahren. Demnächst E-Golf. Auf jeden Fall demnächst E-Golf. Nächstes Auto, was ich teste, ist noch E-Golf und dann fahren wir wieder Model X. Und vielen Dank an die neuen Abonnenten, 7200 Abonnenten, glaube ich, im Moment sogar schon auf YouTube jetzt, vor allem natürlich durch auch das Interview mit dem Horst Lüning. Und ich hoffe, ich enttäusche euch hier nicht. Bleibt dran. Guckt die nächsten Videos, Praxisberichte ohne Ende bei mir hier. Verschiedenste E-Autos, auch die aktuellen. Ansonsten sage ich mal Tschüss und am Schluss hier bei mir ein kleines Video nochmal. Stephen Hawking hat ja verschiedene Cameo-Auftritte gehabt, unter anderem auch bei Star Trek. Und das wollte ich euch hier eigentlich nochmal kurz eins zeigen. Ich spule ein bisschen vor. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Kommt doch ein Ton. Aber dann sagte ich, in diesem Bezugsrahmen hätte sich die Sonnennähe des Merkur in die entgegengesetzte Richtung verlagert. Eine wunderbare Geschichte. Recht amüsant, Dr. Hawking. Sehen Sie, Sir Isaac, dieser Witz beruht auf einem Verständnis der relativen Krümmung der Raumzeit. Wenn zwei nicht träge Bezugsrahmen in relativer Sie brauchen Bewegung mich nicht sind. zu belehren, Sir. Ich habe die Physik erfunden. Der Tag, an dem mir dieser Apfel auf den Kopf fiel, war der bedeutungsvollste Tag in der Wissenschaft. Nicht schon wieder diese Apfelgeschichte. Die Echtheit dieser Geschichte wird allgemein bezweifelt. Was? Wie können Sie es wagen? Vielleicht sollten wir jetzt wieder weiterspielen, Also, wo waren wir? Sie hatten Mr. Detas Einsatz um 4 erhöht. Was bedeutet, ich muss zum Sehen 7?
bringen? Sie brauchen 10 zum Sehen. Bringen Sie nicht mal eine simple Addition fertig? Na ja. Ich weiß nicht einmal, warum ich überhaupt hier bin. Was hat das für einen Sinn, dieses lächerliche Spiel zu spielen? Wenn ich mit meinen Schiffskameraden Poker spiele, erweist es sich oftmals als nützliche Form, die verschiedenen Facetten der Menschheit zu erforschen. Ich war neugierig zu sehen, wie sich 3 der bedeutendsten Köpfe der Geschichte in diesem Rahmen verhalten würden. Bisher erwies es sich als ziemlich erhellend. Und als profitabel. Könnten wir das bitte zu Ende bringen? Sie müssen setzen. Ich erhöhe auf 50. Verdammt, ich passe. Ich passe auch. Das Unsicherheitsprinzip wird Ihnen jetzt nicht helfen, Steven. Hm? Alle Quantenfluktuationen im Universum werden die Karten in Ihrer Hand nicht auswechseln. Ich gehe mit. Ich glaube, Sie blöffen. Dieses Spiel werden Sie verlieren. Irrtum, Albert. Tja. Roter Alarm! Alle Mann auf den Einsatzstationen melden! Wir werden das Spiel ein andermal fortsetzen. Also, Programme tschüss! Enden.